Herzlich willkommen, liebe Mitfeiernde. Heute sind wir hier in der Johanneskirche der Evangelischen Kirchengemeinde Uerdingen und laden Sie ganz herzlich ein zu einer weiteren Andacht auf diese Weise. Misericordias Domini, so heißt dieser Sonntag. Auf Deutsch, die Güte oder Barmherzigkeit des Herrn. Gott umgibt uns auch heute mit seiner Liebe und Güte und mit seinem Segen. Nehmen wir uns die Zeit und lassen uns auf ihn ein. In seinem Namen sind wir auch über große Entfernungen verbunden miteinander und mit ihm. So beginnen wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang, unser Ende und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Der Psalm 100 jubelt. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Wir beten. Gott, du hältst die alten Bilder des Glaubens in uns lebendig. Und du schenkst uns dazu Gedanken und Erfahrungen, damit wir sie neu füllen können. Zu dir kommen wir, Gott, du Quelle ungeahnter Möglichkeiten. Wir brauchen deine Kraft. Wir hoffen, dass dein Mut unsere Ängste überwindet, dass deine Fantasie unseren Träumen Flügel leiht, dass deine Liebe uns stark und froh macht. Damit wir spüren können, was uns lebendig macht und in deine Schöpfung Leben tragen können. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Kurze Sicht bringe ich vor dich.
Liebe Gemeinde und liebe Gäste, täglich gehen wir durch viele Türen. Wir öffnen sie, wir schließen sie, wir lehnen sie vielleicht nur an oder knallen sie zu. Kein Tag, an dem wir nicht durch Türen gehen. Wenn Türen sich öffnen, dann ist Begegnung möglich. Wenn Türen sich öffnen, dann kann man sich sehen. Dann ist es möglich, beieinander zu sein. Dann kann man auch manche schöne Überraschung erleben. Schön, wenn Türen geöffnet werden. Viele Türen sind aber weiterhin in dieser Zeit verschlossen. Das ist wichtig zum eigenen Schutz und zum Schutz der anderen. Aber es ist auch schlimm, wenn man nicht wie früher Familie und Freunde treffen und mit anderen etwas unternehmen kann. Für die Kinder gilt das und für die Älteren ebenso. Insbesondere für die, die allein leben. Wir sind soziale Wesen und auf Kontakt und Umgang miteinander angewiesen, nicht nur von Ferne und per Telefon. Das allein reicht bei weitem nicht mehr aus. So warten viele sehnsüchtig darauf, dass sie ihre Tür wieder weit öffnen können, damit sie nicht mehr eingeschlossen sind, ausgeschlossen vom Leben. Die offene Tür wird so zum Symbol für Gemeinschaft und Leben. Jesus benutzt genau dieses Symbol, wenn er von sich selber spricht. Er sagt: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Er selbst also kann verstanden werden wie eine weit geöffnete Tür, eine Tür zu Gott. Sein ganzes Leben können wir so verstehen. Zum Beispiel: Als Josef mit Maria in Bethlehem eine Unterkunft suchte, waren alle Türen verschlossen. Nur ein Platz im Stall wurde ihnen angeboten für die Nacht. Als Jesus geboren war, da stand die Stalltür offen für alle, die zu ihm kommen wollten. Ob Hirten oder Gelehrte, da war kein Unterschied. Als Erwachsener wurde Jesus von Johannes dem Täufer am Jordan getauft. Als er wieder aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und eine Stimme bestätigte ihn als Sohn Gottes. In der Taufe Jesu hat Gott die Tür zwischen sich und den Menschen weit geöffnet. Viele Menschen haben damals geglaubt, Gott habe die Menschen verlassen und der Himmel sei verschlossen. Jesus dagegen erzählt in warmen Farben vom Himmelreich Gottes. Er heilt Menschen oder bringt sie auf andere Weise zurecht und öffnet ihnen so die Tür zum Leben. So öffnet er ihnen auch die Tür zum Vertrauen auf Gott. Aber wir haben es kurz vor Ostern gehört, es gab Menschen, die den Schlüssel zu Gott selber behalten wollten. Sie betrieben mit aller Macht den Tod Jesu, damit er ihnen nicht mehr in die Quere kommen sollte. Der große Verschlussstein vor seinem Grab wurde extra bewacht. Aber Gott öffnete die Tür zum Leben und erweckte Jesus vom Tod.
Der Stein war weggerollt. Jesus erstand auf in das neue Leben. Durch Jesu Auferstehung hat er für uns alle die Tür zum Leben geöffnet. Möge Gott auch uns das Vertrauen schenken, diese Lebenskraft und seine Liebe, damit wir sie für uns selbst auch annehmen können. Ich jedenfalls möchte mein Herz wieder für ihn öffnen. Ich warte auf neue Lebendigkeit, auf Kraft für den Alltag, auf Trost für Traurigkeit und Hilfe für die Fragen, die das Leben mir aufgetragen hat. All das hat die Begegnung zwischen Jesus und den Menschen der Bibel ausgelöst und bringt es immer noch den Menschen, die es zulassen, dass Gott ihnen hilft. Mein Vertrauen, meine Hoffnung, sie laufen nicht ins Leere, wenn ich Gott bitte, dass er mir hilft. Jesu Lebenskraft wirkt ansteckend. Seine Liebe macht mich stark, um meine Lebensfragen anzugehen. Ich vertraue auf Gott. So bete ich für Sie und für mich mit Worten eines sehr alten Liedes. Herr, öffne mir die Herzenstür. Zieh mein Herz durch dein Wort zu dir. Lass mich dein Wort bewahren rein. Lass mich dein Kind und Erbe sein. Amen. Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Erde lebt auf und wird.
und doch hilft sie uns mindern die Not. Halleluja, Halleluja, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Erde verändert ihr altes Gesicht. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Erde lebt auf und wird nicht. Mein Lied wird Gott gefallen, verschreit es nicht die Schuld. Kaum spürbar, doch meint es gut mit uns allen, ja, er sucht uns in große Geduld. Lasst uns beten. Herr unser Gott, es tut gut, daran zu glauben, dass du in der Auferstehung Jesu dem Leben Tür und Tor geöffnet hast. Es ist gut, darauf zu bauen, dass deine Liebe Herzen findet. Jesus Christus, auf dich vertrauen wir. Darum bitten wir dich, für alle, die den Boden unter den Füßen verloren haben, die einen großen Verlust erlitten haben, die den Sinn ihres Lebens nicht mehr erkennen können, nimm dich ihrer an und zeige ihnen einen guten Weg. Wir bitten dich für alle, die Mangel leiden und deren Not niemand kennt, für die, die ihre Arbeitsstelle verloren haben oder nur verkürzte Arbeitszeit leisten können, für die, die ihr Selbstwertgefühl verloren haben. Wir bitten dich für alle, die sich überfordert sehen in ihrem Dienst oder in der Familie oder in ihrer Verantwortung für andere. Schenke ihnen Zeiten der Entlastung und Ruhe. Bewege andere, ihnen zu helfen. Wir bitten dich für alle, die sich schwer tun mit dem Alleinsein, besonders in dieser Zeit der Ausgangseinschränkung. Hilf ihnen auszuhalten und neue Wege der Kommunikation zu suchen. Gib uns den Anstoß, uns immer wieder um sie zu kümmern. Sei all denen nahe, die noch keinen Zugang zum Glauben an dich gefunden haben. Wir bitten für die, die sich in den dunklen Tälern ihres Lebens allein fühlen, für die, die von dir nichts spüren oder ahnen. Nimm dich ihrer an, dass sie deine Güte und Barmherzigkeit kennenlernen. Es gibt noch so viel anderes, das unsere Gedanken und unser Herz beschäftigt. In alledem danken wir dir, unser Gott, dass du uns hörst. Wir danken dir, dass du uns liebst. Wir danken dir, dass du uns segnest. So beten wir voll Vertrauen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in die neue Woche mit dem Segen unseres Gottes. Gott allen Trostes und aller Verheißung, segne uns und behüte uns. Begleite uns mit deiner Liebe. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, denn deine Güte schafft neues Leben. Wende dein Angesicht uns zu und schenke uns Heil. Lege deinen Namen auf uns und wir sind gesegnet. Amen. Du bist meine Zuflucht, du bist meine Hoffnung, du bist meine Stärke, lass mich nicht allein. Du bist meine Zuflucht, du bist meine Hoffnung, du bist meine Stärke, lass mich nicht allein. Wenn mich Schläge treffen und wenn ich schutzlos bin, leih mir deinen Mantel und hüll mich darin ein. Alles, was ist, das wird vergehen, Gott, deine Liebe wird bestehen. Alles, was ist, das wird vergehen, Gott, deine Liebe wird bestehen. Oh je, ja, ja, ja. Das wird vergehen, Gott, deine Liebe wird bestehen. Alles, was ist, das wird vergehen, Gott, deine Liebe wird bestehen. Oh je, ja, ja, ja. Oh je, ja, ja, ja. Du bist meine Heimat, du bist meine Zukunft, du bist meine Hilfe, hol mich aus der Not. Du bist meine Heimat, du bist meine Zukunft, du bist meine Hilfe, hol mich aus der Not. Wenn mich Ängste plagen und wenn ich traurig bin, schenk mir langen Atem und rette mich vom Tod. Alles, was ist, das wird vergehen, Gott, deine Liebe wird bestehen. Alles, was ist, das wird vergehen, Gott, deine Liebe wird bestehen. Oh!